Ja, und da herzlich willkommen aus Mexiko. Wir sind mal früh wach. 7 Uhr morgens und die Sonne geht auf. Die ersten sind schon unterwegs. Und wir haben heute einen schönen Trip gebucht. Denn wir sind ja jetzt gebrandmalte Kinder von ein bisschen von Jamaika. Da haben wir ja mitbekommen, dass alles nicht unter irgendwie 100 Dollar klappt und 100 Dollar Transport etc. Man bei allem irgendwie bei 300 Dollar ist. Ja, wir nehmen euch auf jeden Fall heute mit und wir sind sehr, sehr gespannt, wie das so wird. Aber ich freue mich auf Mexiko. Es sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön aus. Und ich glaube, das wird auch auf jeden Fall der bessere Stopp. So, da ist das Schiff und hier sind wir schon in dem ersten Souvenirshop, denn wir starten jetzt gleich mit unserer Reisetruppe. Wie gesagt, wir haben ja heute was gebucht in Mexiko. Wir sind ja hier auf der Insel Cozumel von Mexiko. Wir werden gleich starten, eine Motorboot-Tour. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Ich werde nur mit Frauen an Bord sein. Bin mal gespannt, wie das wird. Schnorcheln soll inklusive sein, eine Insel. Lassen wir uns mal überraschen. Aber hier seht ihr mal so ein bisschen, wie hier so ein typischer Souvenirshop aussieht auf Cozumel. Alles mit sehr, sehr viel Leder. Sehr, sehr viele Gürteltaschen. Da sieht man schon so ein bisschen Mexiko, ne? Ja, alles mit Leder. Aber echt Leder, das riecht man, ne? Ja. Die wollen natürlich auch mal wieder ihre Reisen verkaufen. Aber die sind hier sehr, 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 sehr nett. Noch ein bisschen netter als in Jamaika auf jeden Fall. Hier fühlt man sich noch mal ein bisschen wohler. Aufgeräumter, sauberer. Alles sauberer, schöner. Bis jetzt. Gib mir deine Hand. Und jetzt sind wir hier wie im Kindergarten. Der Ausflug kann beginnen. Der Kinderausflug kann beginnen. Oh, ich habe mich nicht lumpen lassen. Extra für euch habe ich mir jetzt hier eine GoPro ausgeliehen. Ich habe das gesehen, habe die Chance direkt genutzt, denn ich habe meine tatsächlich nicht mitgenommen. Ich filme mir die ganze Zeit mit dem iPhone, wie ihr wisst. 30 US-Dollar habe ich ausgegeben, damit ich euch hier ein paar Einblicke geben kann, außer mehr vom Schnorcheln. Hör mal, wenn das kein Like hier auf dieses Video wert ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ist natürlich hier so ein bisschen wie so ein Klassentreff, ne? Wir stehen hier alle in der Reihe, eine Stunde lang Einweisung etc. Aber was willst du machen? Von mir aus jetzt natürlich direkt gleich losgehen können ins Meer, ne? Ab Vollgas. Aber wenn mir hier erklärt wird, wie der Wallhebel funktioniert am Boot, ist natürlich immer ein bisschen langweilig für mich. Aber was willst du machen? Ne? Da müssen wir durch. Das ist dann halt hier diese Ausflüge, ne? Die man bucht in den Truppen. Ist dann halt so. Das sind die Jutendinger. Die haben wohl 20 PS. Da werden wir zugeteilt und dann geht's auch schon los. Volle Montur, ne? Hier unter der Weste ist noch so eine Schnorchelweste da. Und das haben wir auch noch dazu bekommen. Ja, dann geht's jetzt hier in die Boote und dann fahren wir in einer Linie. Dürfen leider nicht ausreißen, dürfen leider nicht unser eigenes Tempo fahren, ne? Sonst wäre es natürlich richtig abgegangen, das kannst du dir vorstellen. Du bist ja schon mal mit mir Jetski gefahren. Katastrophe. Mal gucken, wo es hingeht. Das ist natürlich der Nachteil hier, wenn du ganz hinten hier alles schleichst, da vor uns. Soll mal ein bisschen Gas geben hier immer. Gucke, was wir alle so zu Gesicht bekommen. Ich nehme euch mal mit hier. Ich hoffe, ich konnte so ein paar geile Sachen einfassen. Was ganz geil war, war, dass die Fische so nah mit einem mitgeschwommen sind. Ne? So, wenn wir jetzt schon einmal hier sind, da gab es so einen Laden. Das ist so typisches mexikanisches Essen. Jetzt habe ich gesagt, komm, machen wir jetzt einmal fertig. 8 Dollar jeder Teller, also 16 Dollar. Ungefähr 20 Euro mit Getränke. So viel du willst. Kannst du trinken, so viel du willst. So, und jetzt sage ich guten Appetit. Bro. Essen war eigentlich doch lecker. War nur ein bisschen schade. Ich fand es so lecker, dieses Hähnchenstück Fajita, dass ich noch ein neues holen wollte. Dann sagte er zu mir, nee, kriegst du nicht. Ich muss einen komplett neuen Teller bestellen. Wo ist das Problem? Ich zahle doch. Weißt du? Ich hätte sogar 4 Dollar dafür bezahlt. Ich hatte einfach richtig Lust darauf. Das ist der Kompliment. Es ist lecker. Ich komme nochmal zur Küche. Ne? Ja. Möchtest du bestellen? Nee, kompletten Teller. Extra. Ich habe gar keinen Sinn. Ich gesagt, alles klar, auf Wiedersehen. Auf jeden Fall, was waren das jetzt? 120, 130 Euro mit Speedboot, Schnorcheln, Ausrüstung, Taxi, hin und zurück. Gut, allein der Ausflug einfach. Und es hat Spaß gemacht. Wir haben was gesehen, wir haben Fischis gesehen.
Also ich fand's gut. Nicht nur Fischis gesehen, man konnte auch richtig mit denen schwimmen. Die sind einem hinterher geschwommen und es waren so unglaublich viele. Man ist richtig im Fisch geschwommen. Also ich fand's richtig gut. War ein positiver Ausflug, kann man so sagen. Kann man mal machen auf jeden Fall. Taxi hat auf jeden Fall auch eine interessante Antenne. Ich würde mal gerne wissen, was der alles empfangen kann. So, die ganzen anderen fahren zurück zum Schiff und wir haben uns jetzt einfach mal hier am Mainplatz in der Stadt rausschmeißen lassen, um einfach noch mal ein bisschen die Stadt zu erkunden, wenn man einfach mal hier ist. Ein bisschen noch mal rumlaufen und noch ein paar Schritte sammeln, wenn man zum Schiff läuft. Wir schauen uns jetzt erst noch mal ein bisschen die City an hier. Wie kann man so eine Gehbehinderung haben? Wie kann man so eine Gehbehinderung haben, Alter? Mit deinem Latschen da, das könnt ihr einfach nur vergessen. Jetzt will uns direkt hier Latschen verkaufen, das ist natürlich klar. Ja, guck mal, der nutzt ja eine Notsituation aus, will direkt neu. Hey, wir gehen hier Flipflops kaufen irgendwo, oder? Ja. Was willst du denn jetzt hier mit so, was willst du denn jetzt hier mit so Ledertreter nochmal? Das bringt nichts. Nee, komm. Du bist natürlich auch wieder hier überall als Touri erkannt und natürlich auch wollen sie dich fangen, ne? Das ist natürlich klar. Jetzt gehen wir für dich erstmal Flipflops kaufen, ne? Das Problem ist, er hat jetzt gesehen, dass ich keine Schuhe habe und hätte natürlich doppelte Preis gehabt. Ja, das sowieso, ja. Die Straße hier sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Hat auf jeden Fall Mexiko was Schönes. Ich fühle mich hier wohl. Definitiv. Wir haben gerade ein paar Bade-Flipflops gefunden, weil die haben ja nur diese Ledertreter. Ja, wir haben ein paar Flipflops gefunden. Frau haben die ungefähr gepasst und die wollten aber $20 dafür. Ne? Da hast du 5 gesagt. Da hat er gesagt, hier findest du auf der ganzen Insel nichts für 5. Ne? Dann sag ich, komm, werf barfuß jetzt zum Schiff, weil ob wir jetzt Schlappen kaufen für $20 und die wieder Müll kommen, die dir eh nicht gefallen, für Übergang. Dann sagt sie zu mir, also entweder wir werfen die jetzt weg oder du reparierst mir den. Also ich zeige euch erstmal das hier. Ja, wie soll ich das reparieren und das? Das soll ich reparieren, also hier. Ich zeig dir, was ich hier repariere. Da. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Boah, ich muss aber wirklich sagen, ne? Jetzt wohnen wir gerade schon wieder abgezogen, sag ich mal. Was? Was wollen? Also wirklich eine Promenade hier, ganz, ganz schlimm. Wir haben jetzt gerade Feuchttücher gekauft und eine Coca-Cola für $9. Also das ist ja der Wahnsinn, oder? Also muss ja echt. Das ist so teuer, der Tourismus. Das hält sich auf Dauer gar nicht aus hier. Ihr könnt ja gar nicht überleben. Wir machen hier gerade den einheimischen Coca-Cola-Test. Man sagt ja immer, mexikanische Cola schmeckt besser anders als die europäische. Und ich schmecke auf jeden Fall einen Unterschied, weil ich nicht gedacht hätte bei der Cola. Ob es jetzt besser, schlechter ist, kann ich hier noch nicht beurteilen. Bei so einem Wetter schmeckt alles gut, wenn es so kalt ist. Ja, stimmt auch wieder, ja. Hello, my friends. Schlechte Nachrichten. Ich wollte euch eigentlich einen zweitägigen Vlog aus Mexiko machen. Das sollte dann dieses Video hier werden. Aber ich werde euch jetzt mal demonstrieren. Hört man das pfeifen? Bestimmt. Ich werde euch jetzt demonstrieren. Die Tür ist jetzt zu. So machst du sie auf. Warte. Ich habe Angst, dass ich den Henkel abreiße. Und dann haben wir hier ein Dilemma. Unnormal. Ja, und das ist die Demonstration, warum ich das jetzt hier mache, weil unser Stopp wurde abgesagt hier, ne? In Costa Maya war unser zweiter Stopp in Mexiko. Es ist so windig, es sind wohl, ja, man hört es. Mal wieder rein hier am besten. Es ist so windig, dass im Hafen, der ist nicht geschützt, der hat nicht diese Mauern, dass die Wellen gehen bis zum Hafen rein, die sind 2,5 bis 3 Meter hoch gewesen heute Morgen und heute Morgen sollten wir anlegen. Und die Schiffsluke, die sich öffnet, damit die Seile ausgewerfen können etc. und angelegt werden kann, die ist bei dem Schiff nur 2 Meter hoch. Ne? Und deswegen hat der Kapitän jetzt gesagt, einfach Stopp abgesagt, kann bei so einer Kreuzfahrt auch passieren und dann ist man... Ja, da ist mal ein Stopp weniger los, ne? Der wird auch nichts irgendwie dann irgendwo anders angelegt. Wir haben jetzt einfach einen Seetag stattdessen. Aber so ist das, ne? Wie gesagt, Kreuzfahrt ist nichts für Leute, die sagen, Kreuzfahrt ist eine Reise für sich. Die kann man nicht mit einer eigenen Reise vergleichen, die man irgendwie selber plant. Aber so ein ganz schlussendliches Resümee machen wir zum Schluss der Reise, nach dem letzten Vlog. Das Risiko muss man dann quasi einfach eingehen. Das nimmst du billigend in Kauf. Ja. Ne? Wir werden jetzt auch mal wieder Seetag, nehme ich euch mit. Ich mache ja dann einen so einen kompletten Seetag-Vlog. Gucken wir heute mal, was wir aus dem Seetag rausholen können. Ne? Mhm. Dementsprechend, ich wünsche, ich hätte euch noch ein bisschen mehr zeigen können aus Mexiko, aber das soll es dann für heute gewesen sein. Trotzdem, dennoch würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Vielleicht einen Kommentar, eure Meinung. Sehen wir uns im nächsten Reisevlog. Bis dahin, Freunde. Danke fürs Zuschauen und ciao.